Genau. Hallo, liebe Freunde, hier ist euer Michael. Ich arbeite immer noch an meinem Ideenvorschlag als Fachmann, als Fachmann und wünsche euch in diesem Tutorial viel Spaß. Ihr seht selber, ich bin noch nicht ganz auf dem Dampfer. Ich muss noch ein bisschen was verarbeiten und zwar meine eigene Vorstellung bei euch hier, wie ihr seht. Die mich schon kennen, ich bin der Michael und arbeite in der Funktion heutzutage auch mit Webcam und möchte euch sagen, ich gebe mir viel Mühe, euch persönlich zu gefallen und der Tutorial for the Friends in English ist Begin in 2 minutes. Yeah. Break, 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 Kamera, Kamera, genau, besser. Nice day, and problem in idee is nein, was? War Spaß. Ein bisschen Smile, Smiley, Smile, Smile. Bis auch ein Smile. Klasse. Ja, okay. Der Tutorial beginnt heute auch unter anderem mit Liebesgrüße an meine Ex-Freundin, die Jessica. Also, hallo Jessie. Jessie, wenn du das irgendwann siehst. Geld ist immer noch für dich da. Klasse. Super. Danke, Maus. Ich hoffe, es geht dir soweit gut. Genau. Lass es lieber sein, wenn ich was sage. Genau. Lass es bitte sein oder nicht. Genau. Aber du weißt dich. Du kennst mich nicht, genau. War Spaß. Ja, okay, besser. Ja, zu dem Tutorial wünsche ich euch heute viel Spaß. Schön, dass du wieder was sagst, klasse. Ja, ich hoffe, es geht dir gut, genau. Ja, pass auf. Es geht heute in dem Tutorial. Rund um das Zeichnen. Richtig, genau. Ja. 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 Und ich möchte euch sagen, ich verzweifle noch ein bisschen an meiner eigenen Idee. Was ist passiert? Was ist los? Ich möchte euch auch auf den Punkt bringen. Es ist sowas wie, in dem Fall bin ich Fachmann, aber es ist sowas wie Atom. Es ist eine Einbildung von mir. Ich entwickle die Vorstellung von meinem eigenen Buchstaben. Ah, genau. Ich habe eine eigene Idee, die ist bereits schon seit ein paar Monaten richtig in Arbeit, seitdem ich die Idee offiziell übernommen habe und auch mache persönlich, wie ihr gleich seht. Und warum es ein bisschen kompliziert ist, es geht in dem A erstmal mit dem Beginn. Ja, ich werde es euch mal zeigen, das A. Richtig. Ich kann es in dem Fall auch euch in einem Bild zeigen. Richtig. Ich werde das Bild mal einarbeiten, wenn ihr das sehen wollt. Und ihr könnt euch in dem Fall, in den Gedanken, Achtung, ich mache mal den Film ein bisschen planer hier. Moment. Und werde, dass ihr seht, was ich euch bete, nach links schauen, auf euren Monitor. Und ich werde die Vorstellung von meinen Buchstaben jetzt raussuchen. Genau. Es geht in der Form von Buchstaben, in der Form von einer Geschichte abgeleitet, von einem Unsichtbaren und einem Menschen in der Form von Science Fiction. Ich wiederhole, ich gebe mir viel Mühe. Biomechanik. Genau. Es ist ein Verbindungsstück, ein, wie ihr gleich sehen werdet. Es ist ein Verbindungsstück zwischen zwei Personen. Einem Invisible Man, einem unsichtbaren Mann und einem Mensch in Biomechanik, die gebunden in dem A harmonieren und sich was erzählen in der Zeichnung bzw. in den Buchstaben A, in dem Beginn auch von meiner Persönlichkeit, wie ein Buchstabe in dem Fall aussieht, wenn er geschrieben wird, in Druckform,
dass ihr seht, ihr könnt euch daran festhalten, an einem Buchstaben, der euch viel, viel erzählt. Genau. Ja. Es ist in dem Fall eine Notlösung, in dem Fall, dass ihr es vielleicht manchmal nicht versteht, was sind Buchstaben? Meine persönliche Meinung, wo ging die Persönlichkeit, dass man Buchstaben nicht versteht, wie sie entstanden sind, kaputt. Ja, ich werde ihn jetzt mal raussuchen, den Buchstaben. Einen Moment. Ja, es ist soweit in Ordnung. Genau. Und ich müsste ihn auch gleich hier finden bei mir. Und öffne ihn mal. Mit einem A. Ja. Damit ihr seht, ich plane ein bisschen weiter. Könnt ihr sehen, warum ich euch einen Schritt weiter zeige, nach meiner Hausaufgabe, die ein Mensch am Ende machen muss, bevor er nicht negativ und offiziell schlecht auffällt, in dem Bereich Amateur, Funk und Fern. Okay, Moment. Ja. Hausaufgaben sind ganz wichtig, das Ausarbeiten und die Präsentation in Funk und Fern, ich wiederhole, powered richtig, bei Video Stream Funktion und Live Games. Ihr kommt erstmal an, ihr seht selber, ich möchte euch nicht überhäufen mit schönen Sachen. Und ihr müsst in dem Fall verstehen, warum ich den Weg zum Glauben fand und persönlich eine Bibel immer bei mir trage. Liebe Grüße gehen raus an Vater, an den lieben Pfarrer Johannes. Wir begrüßen den Johannes, den Pfarrer unserer Gemeinde. Und wir grüßen nach oben und geben uns viel Mühe, euch persönlich zu gefallen, was es heißt, am Ende den Glauben zu finden, wenn sie ankommen. Ja, genau. So, geht das jetzt bei euch? Klasse. Ja. Genau, so. Ja, okay. Ihr seht selber, Beschäftigung macht viel Spaß, auch am Einrichten, beziehungsweise muss man zwingend manchmal loslassen, wenn man sieht, was hier gemacht wird, ist richtig, ihr kommt ja noch gar nicht richtig an, beziehungsweise versteht ihr mich nicht, genau. Okay, ja, wie gesagt, es ging um ein Tutorial, ihr seht selber, bei mir sieht es so aus in dem Tutorial. Und ich persönlich bin 42, ich heiße Michael, ich bin 42 Jahre alt und bin Künstler. Und ihr seht selber, mein Herz schlägt hier oben.
Weißt du, genau, grüßt euch mal. Hallo, Freunde. Genau. Ja, dann möchte ich euch in dieser Welt auch was mitteilen. Ich bin ein B-Mensch. Genau. Ja, richtig, bei mir liegen 20 Mark. Ich richte mich danach. Und dadurch ist es möglich, weil ich in die Kategorie leben muss, in Gesundheit. Ich bin ein B. Das zu mir in der Person, der Erklärung, in der Funktionen. Klasse. B-Man. Ich bin der B-Man. Genau. B-Man und Sven. Genau. Und der Arnold. Und der Arnold, bitte. Nochmal vor. Genau. War ja Spaß, Arnie. Okay. Ja, dann fangen wir mal an. Ich bin ja ganz aufgeregt. Joe Corner, bitte. Ich bin Joe Corner. Berühmt aus Punkt und Fern. Sag mal, kennst du mich? Nein, nicht richtig. So. Bist du Corner? No, no, no. Ich bin Corny. Der Müsli-Riegel. Yeah. Ja, genau. Und ich bin Oberlippenbartträger, genau. Ich trage einen Oberlippenbart. Und bin noch nicht so ganz so lange da, aber es ist ja schön, sich selber zu sehen, genau. In der Funktion, wenn man wird begrüßt, dann trägt man auch traditionell mal einen Schnauzer. Genau. Klasse. Ja. Und arbeitet an einer heilen Welt. Ja, richtig. Na, dann fangen wir mal an. Ja. Jetzt muss ich erstmal klarkommen. Wir werden erstmal beginnen. Ja, Freunde, das Zeichnen macht viel Spaß, auch wenn man ein bisschen seine Ruhe braucht, werde ich dann auch ein bisschen Musik einspielen. Und selber sehen im Sommer hat man ja auch eine Vorlage. Dann kann das erstmal fort. Und selber sehen, was tut man fort. Erinnerung, genau. Die man liebt. Und persönlich danke sagt, dass es gemacht werden musste. Genau.
Wichtig ist erstmal die Funktion und das Denken. Wenn man sich nicht sicher ist beim Zeichnen, muss man ein bisschen loslassen und sehen, was wird was. Ja, genau. Aha. Ja, was wird was. Genau. Ja, es geht hier um Biomechanik und um Biomechanik und Gesetzlage, woran ich mich persönlich als Mensch erinnern tue, in der Funktion meines Körpers, die ich hier eintrage, in dem links, wie ihr seht, links, genau, könnt ihr eintragen, wie ihr euren Körper empfindet. Laut Gesetzlage und könnt ihr eintragen, in dem Fall, was haltet ihr für richtig. Genau, das ist die Biomechanik. Ihr könnt sagen, ihr habt etwas empfunden, Kopfschmerzen, Vorstellung, wie sieht die Natur aus, ab wann hört die Freundschaft auf, wo beginnt die Gesetzlage, was ihr persönlich für richtig haltet. Was ihr rechts seht, ist die Biomechanik, wo ihr eintragen könnt. Ihr seht selber mich, wo man persönlich sagt, man kann über die Natur, finde ich persönlich, nicht mehr so richtig drüber reden, ohne dass man angeguckt wird, wie
Gott, genau. Ja. Deswegen möchte ich ganz kurz meine Ruhe haben, wenn ihr mich seht. Und das ist eine Aufzeichnung, ist es richtig? Ihr könnt hier rechts eintragen, also hier rechts, hier könnt ihr eintragen, in dem Bild hier, in dem Bild hier, wo merkt ihr selber persönlich Veränderungen oder was merkt ihr, wie sieht euer Körper aus, was sind eure Charaktereigenschaften, die könnt ihr in dem Fall, wie die Babys hier, persönlich für den Meister arbeiten, den Meister, den Macher der Erklärung, was ist was, die Biomechanik, genau, die Biomechanik, okay, also, Dankeschön. Ja, die Biomechanik auch rund um dich persönlich und das Alien. Hallo Freunde! Klasse! Genau. Ja, es ist ein großer Tag persönlich, auch für mich. Beziehungsweise hat heute einer Geburtstag. Dann begrüßen wir euch, beziehungsweise gucken wir nach dem Rechten, so wie es sein soll. Alles Gute zum Geburtstag, beziehungsweise verarbeite deinen persönlichen Schreck. Klasse, super. Ja, ich muss mich ein bisschen beeilen, aber ich möchte dich natürlich begrüßen. Auch mich, klasse. Klasse. Die Biomechanik, das Wertvollste der Welt, von unserem lieben Mentor, Hans Rudi. Klasse. Super. Super, super, super. Klasse. Vielen lieben Dank, klasse. Ja. Beziehungsweise macht einen Haken für einen schönen Tag oder akzeptiert uns. Wir sind Schwarze in Jerusalem. Genau. Oder Japaner, die durchdrehen. Genau. Offiziell ist das in dem Fall übertragen worden. Was ist die Biomechanik? Genau. Das Einfachste der Welt. Na richtig. Klasse. Super. Ja. Ja, man muss ja auch mal drüber lachen können. Ja. Genau. Na, dann kommt das mal an und bekommt keinen Schreck. Bin ich nicht stehen geblieben beim Schwitzen, Mensch, ich will, wie das hier wieder aussieht. Ne? Aha, das wusste ich auch nicht. Ne? Ja, das ist halt mein Rot, wenn ihr eintragen könnt. Auch die Menstruation gehört ja auch zur Natur, beziehungsweise müsst ihr sehen, was seht ihr im Leben über die Form und Leistung der Biomechanik, wenn sie ein bisschen entgleitet, wie bei mir gerade. Dann muss man hier sagen, es ist richtig, aber ich bekomme mein A noch hin. Es wird ein Druckbuchstabe wie ein Zwerg, merke ich gerade. Und sie bekommt natürlich ihre persönlichen Lippen. Auch von mir. Und ist in dem Fall richtig erklärt, was sie ist. Wenn sie zeichnet und sich befreit und stolz auf sich ist. Richtig, ja. Und wird hier eingebracht. Habt ihr ja gesehen. Ab wann sie ganz normal erklärt, was sie gerade macht. Ein bisschen schwer. So, ist erklärbar.
Und zwar möchte ich euch sagen, wenn einer mal umfällt im Fernsehen, dann fällt einer um. Bei mir ist das normal. Ja. Ja, ich mach das doch schon länger. Ja. Richtig. Oder ist, genau, ist noch einer von Apple da? Oder von WLAN? Ist doch schön, wenn die Kamera läuft an der Arbeit, oder? Auf einmal gibt es auch noch einen guten Kontakt. Klasse. Original, live. Wird ein Chip eingesetzt. Klasse. Und es funktioniert. Mein WLAN klappt. Ja, ich würde mal lachen und mich am Arsch lecken. Wenn ihr frech werdet. Aber das bilden sie sich ja immer nur wieder ein, dass sie sorgen, sie müssen sich dafür einsperren. Nee, so Blödchen. Sie ist ein bisschen miserabel geworden, aber ist nicht so schlimm, ich muss es noch erzählen. Ja, weißt du denn? Lego Meilchen oder was? Nee. Es ist Premiere und da bleibe ich natürlich in der Funktion. Ich bin ein Mensch, genau wie Sie auch. Der in dem Fall sieht, was ist was. Richtig. Ja. Lass es dir mal schmecken. Genau, lass dir das mal schmecken, beziehungsweise grüß die Scotty, die nascht gerade, siehst du? Ja. Das ist doch die Scotty, ne? Klar, sag ich doch, die nascht doch gerade. Genau, ja. Oh, Scotty, Babe. Das tut so weh. Gewunden auch von mir. Und ich werde das nicht.
Ich brauche dann erstmal eine Zigarette, genau. Ja. Ihr müsst doch sehen, wo. Es tut mir persönlich hier immer sehr weh. Und es ist leider bewiesen, wenn eine Funktion angeht, gibt es immer wieder Druck von der Natur. Und das ist leider ein bisschen überbewertet. Nee, es ist nicht überbewertet, weil jeder Mensch darunter leidet. Was sie persönlich für richtig halten, ist ja auch okay. Aber sie müssen den Gewaltpunkt in dem Fall nicht mir erklären, sondern Rot in Erkennung. Zum Beispiel ist richtig. Beziehungsweise müssen Sie mir kurz was erklären. Ich grüße mal meinen Rainer, genau. Rainer ist my Invisible Man. Mein Begleiter in Weiß und Black. Nein, Rainer übernimmt die Führung und ist in dem Fall der Invisible Man. Genau. Wieso hast du da schlechte Laune? Guck dich doch mal an. Du bist doch völlig zerschossen im Kopf. Nee, war ja Spaß, aber das sagt man doch so schön noch. Richtig, ja. Es ist halt sehr brutal und am Ende wissen sie auch warum. Ja. Sie müssen da erstmal verarbeiten, um was es ging. Ja. Sie arbeiten hier richtig auf Hochtouren. Es wird, wie ich sehe, wunderschön, das ist ganz wichtig. Ja. Und ich merke, ich persönlich muss sagen, erkennst du mich nicht? Ich erkenne dich freilich. Ja. Und es ist auch richtig, der Invisible Man ist die Funktion, die ihr beherrschen müsst, am Ende, wenn keiner mehr da ist. Dann ist Mutti fort, Vati fort. Und wenn ihr bastelt, akzeptiert ihr das Gesetz und mich. Hm. Richtig, ihr müsst ja nicht bei mir basteln. Hm. Ihr könnt bei Hannibal Lecter mal nachsehen, mal fragen, ob das soweit in Ordnung ist, ob das Hirn schmeckt an der Arbeit. Oder bei euch bei Apple bedankt, dass bei uns im Betrieb normal mal die Kamera läuft. Und da kann man auch nachschlagen, wie es aussieht, bei Schweigender Lämmer. Hört bei mir persönlich nicht die Freundschaft aus. Ne? Das ist doch bewiesen. Er macht den Schnitt dort, ist das Hören, es ist erklärbar, oder? Das ist jeder Freunde. Deswegen ist das ja auch in dem Fall von der Funktion her wieder erschreckend. Es ist richtig erklärt, es ist Scully. Genau. Du bist Scully, genau. Du bist jetzt Scully und guckst mir zu, siehst du. Der Invisible Man. Guck dir zu, siehst du. Oder eine imaginäre Person sagt, wissen das jetzt richtig? Nee. Dann sage ich, was machen Sie bei mir? Genau. Ne, war ein Spaß, ich möchte Sie persönlich nicht erschrecken. Genau. Gucken Sie noch zu? Genau, war ein Spaß, ich mache weiter. Na, das. Genau. Ja, da kann man die erste Akte bald schließen. Wenn das hier funktioniert, genau, wo bin ich denn? Nein. Und begrüßen auch wieder unseren David. Guten Morgen. Oh, David checkt ein. Gut. Habt ihr Fragen? Ist oben was los? Nein. Aber schön, dass du da bist, David. Ich wollte dir dies persönlich sagen. Man soll sich für seine Persönlichkeit nicht verstecken.
Was ist passiert? Was passiert ist, ja. Die Erklärung der Biomechanik, David, kann man hier ganz normal eintragen, laut Hausaufgabenheft, oder? Ja, nehmt es mit in die Schule und tragt eure persönlichen Erinnerungen, richtig? Die ihr hier leider vergessen habt, aber die ja gefragt wird, was ich mache. Also in der Form von Biomechanik möchte ich euch jetzt nicht unbedingt erklären, was ist die Biomechanik. Kann ich euch erklären? In dem Fall ist es hier so erklärbar, richtig? Auch bei dem Baby, bei dem Grün oben, wie sieht die Körperfunktion der Menschheit aus? Genau, habt ihr ja jetzt mitbekommen. Genau. Also in dem Fall ist richtig, es sind persönliche Einträge. Wie sieht dein Modell aus? Wie sieht mein Modell aus? Was ist in dem Fall bei uns die Erklärung für das, was es ist? Es funktioniert, es funktioniert. Ich persönlich nenne es, wie es erklärt wird. Biomechanik, genau. Also es ist in dem Fall die Funktion, wie der Körper lebt und was es in dem Fall gibt. Baustoffe, Baustoffe und Funktionen für die Gesundheit bzw. auch für den Missbrauch. Genau. Ja. So erkläre ich mir momentan erstmal die Natur und begrüße euch. Ja. Okay. Das erklärt man sich ja auch die Natur. Was für Baustoffe? Ach, die Baustoffe. Naja, die Baustoffe sind die Baustoffe in der Natur. Genau. Baustoffe in der Natur. Wenn man sich etwas erklärt im Fernsehen, möchte ich auch sagen, das ist soweit okay. Machen wir hier ganz normal eine Funktion rein. Einen Rub. Ein Rub. Ein Live Rub. Und der Rock bindet sich hier und wird abgeleitet mit einer Klammer und das. Dann wird das Ganze mal hier gebunden und hier die Funktion vom Rock ist da gebunden. Beziehungsweise ist das My Power. My Power. In der Funktion von dort nach dort wird sie eingebracht in das letzte Wort. Ja, es macht ja auch Spaß, aber ist ja auch richtig. Muss ich mir dann mal angucken. Aber ich lasse das mal original. So, dann macht das hier. Hier nicht. Und hier wird abgehört. Mit. Die neuen Börn, ist doch richtig, ist die neuen Börn. Albern oder blöd. Es ist eine Funktion in die Dummheit. Ja, da muss man sich sagen, da hast du es. Ja. Muss ich ein bisschen Mühe geben, beziehungsweise erkläre ich euch noch was, ja, um aus diesem Punkt rauszukommen. Was ist passiert?
Die Erklärung der Biomechanik. Ist ja nicht so schlimm. Es wird immer in meinen Augen überbewertet. Ist das schlimm? Ist das böse? Wie man erklärt, was ist die Natur? Können Sie auch normal reden über die Natur? Oder macht man sie mit aller Gewalt kaputt, wenn einer im Fernsehen guckt und die Natur laut Gesetzlage nicht versteht? Nee, ich weiß nicht. Man muss jetzt sagen, das ist okay, richtig? Das ist soweit okay. Bin ich sehr wohl. Ich würde sagen, raus rein. Angeblich wird jetzt Musik gespielt, ne? Wenn sie persönlich da sind. Um die Uhrzeit.
Ja, Freunde. Ja. Scully. Scully. Ja, ihr könnt mal danach googeln, nach der Person Scully von Akte X. Richtig. Akte X, Scully und wie heißt der andere? David, ich weiß nicht. Heißen die alle David? Weiß ich nicht. In dem Fall ist es richtig. Die heißen in dem Fall David. Genau. Also, der David. Super. Ja, richtig, Miriam. Also, bei einem David könnt ihr mal sehen, was ist Extremzustand? Entschuldigung, was ist Extremzustand im Jahr 2021? Wenn ihr versteht. Es ist ein Spätfilm, wir müssen ja euch ja bis zum Ende ansehen. Dann da haben wir was Schönes. Da wird es auch einspielen. Wir machen kurz eine Werbung. Lassen wir mal das hören. Machen eine kurze Pause. Ja, ich mache kurz eine Pause. Für Fachmänner wie bei mir wollte ich euch was einspielen und werde es auch einspielen. Einen schönen Song, der mir persönlich gut tut, was ich weiß, was ich mache. Genau. Meine Mutter kann sich das halt nicht im Fernsehen angucken. Die sieht dann immer was Verkehrtes. Muss man sich so vom Fernsehen gehen lassen? Ich meine, wenn man nicht weiß, was Fernsehen ist, dann guckt man sich welche Schauspieler an, die nachts eine Verblasen bekommen, am Ende nicht ihre Arbeit machen und irgendetwas vorgaukeln von der schlechten und von der heilen Welt und dann am Ende besoffen in der Ecke liegen. Das ist meine Meinung. Labern, labern. Action, Action. Ich möchte euch persönlich auch nicht beleidigen, aber ihr wisst selber. Funk und Fern muss durch eure Erfahrung neu definiert werden. Richtig. Und den Schalter bitte links oben akzeptieren.
Thank you.
Seems to care.
Thank you.
Ja, Freunde. Thank you.
Ja, Freunde. Ja, Freunde, ich bin fertig geworden. Wie lange geht der Film? 2 Stunden, 18 Minuten. Klasse. Ja, kann bis zu 3 Stunden gehen. Ihr seht selber. Es ist ein Tutorial, eine Funktion. Es macht viel Spaß. Ja. Genau. Es macht sehr viel Spaß und man muss auch Laune haben dabei, dass es funktioniert in dem Fall richtig. Das bei Funk und Fern wisst ihr selber. Oder man macht die Beine breit und lässt sich gehen, setzt sich auf den Stuhl und raucht noch eine. Ich werde jetzt keine rauchen, ich werde es stehen lassen. Werde das Mikro ausschalten und ja, genau. Ihr könnt noch ein bisschen überlegen. Ja. Und natürlich möchte ich mich ganz sehr bedanken bei euch. Muss mir viel Mühe geben, dass es erstmal funktioniert hier bei mir. Und ihr seht selber, ich gehe heute Abend nicht so spät ins Bett, damit ich morgen wieder was von mir hören lassen kann. Auch nach dem Zwischenfall in der Funktion, was ihr seht. Ist das Original Arbeiter TV und ja, aus meinem Arbeitszimmer heraus. Ja. So, Freunde, das ist klar. Die Uhr kommt jetzt zu mir. Ja. Ja, genau.
Ja, Freunde, macht's gut. Der Michael. Tschüss, macht's gut. Der Rainer. Ich wiederhole. Michael und Rainer und das Team. Macht's gut, Mädels. Tschüss. Wir haben euch gern. Tschüss, macht's gut.